Danke, Herr Vorsitzender, geschätzter Herr Minister. Eine gute Sache über die Musik ist die, wenn sie dich trifft, dann spürst du keinen Schmerz mehr. Das hat einmal ein berühmter Musiker gesagt und da steckt sehr viel Wahrheit dahinter. Mittlerweile gibt es natürlich Studien zur Musiktherapie im Gesundheitswesen und die wissenschaftliche Evidenz ist natürlich gegeben. Und gerade bei Traumata wird sehr viel mit Kreativtherapie, insbesondere mit Musiktherapie, verarbeitet. Bei autistischen Verhaltensweisen gibt es gute Fortschritte in Bezug auf das Sozialverhalten und auf die Kommunikationsfähigkeit, beides ja Eigenschaften, die für den weiteren Lebensweg sehr wichtig sind. Therapieerfolge gibt es auch bei Krebspatienten, das kann man sich vielleicht im Moment nicht so vorstellen, aber alleine durch die Musik entspannt sich der Körper, dass die Schmerztherapie besser angreift und auch die Ängste werden gelindert. Natürlich bei Depressionen, bei Angstneurosen gibt es gesundheitliche Fortschritte, aber auch ansatzweise bei Demenzpatienten und bei Schlaganfallpatienten. Und das ist der Grund, warum wir diesen Antrag heute auch unterstützen. Aber sehr geehrte Damen und Herren, es bleibt im Gesundheitsbereich noch immer so vieles offen, wo das Angebot nicht ausreicht oder die Kosten von den Patienten selbst getragen werden müssen. Und wir haben es heute schon gehört und ich schließe mich hier an. Physiotherapie, Logopädie, psychologische Unterstützung sind jetzt nur einige wenige Bereiche. Aber auch diese sollten wie selbstverständlich angeboten werden und natürlich auch von der Krankenversicherung zur Gänze übernommen werden. Aber leider zu wenig Kassenplätze, zu hoher Selbstbehalt, auf längere Zeit gesehen privat nicht leistbar. Das heißt, auch hier gibt es dringenden Handlungsbedarf. Und ein ganz wichtiges Thema, das gerade medial aufgeschlagen ist, sind die Mutter-Kind-Pass-Untersuchungen. Sehr geehrter Herr Minister, die Eltern sind zurzeit stark verunsichert und sie machen sich Sorgen. Das Kinderbetreuungsgeld hängt unmittelbar an den Mutter-Kind-Pass-Untersuchungen. Und was ist, wenn sich die Ärztekammern nicht einigen über den Tarif? Das heißt, ich fordere Sie wirklich auf, hier mit der Familienministerin, dass auch Sie sich tatkräftig einbringen und an einer Lösung mitarbeiten. Denn Musiktherapie ist ein Puzzlestück im Gesundheitswesen. Aber Herr Minister, kümmern Sie sich bitte auch um die anderen Lücken.